Herzlich willkommen hier im Dschungel. Hallo zum MLA 2014. Mehrere Jahre befindet sich der MLA mittlerweile hier im Dschungel. Genau, und wie es dem Dschungel mit dem MLA so geht, das wird uns jetzt Stefan Rabel vielleicht verraten. Auf alle Fälle will er uns, den MLA und euch begrüßen. Er ist der Leiter des Dschungel und er kommt jetzt zu uns. Ja, ich habe fast geglaubt, dass der MLA seit Beginn schon da war. Wir haben jetzt im September 10 Jahre gefeiert. Und ich war mir nicht sicher, ob wir sogar gleich wieder eröffnet haben. Nein, es war ein Jahr später, das heißt, es ist seit 9 Jahren hier. Und für mich ist es so eine Selbstverständlichkeit schon, dass wir im Herbst 3 Tage liebend gerne dafür die Räume frei machen. Denn es ist nicht nur eine tolle Veranstaltung, sondern es ist auch eine Veranstaltung, die sinnvoll ist für die Kunst und Bildung gemeinsam. Da steht auch der Dschungel, das Theaterhaus. Und wir versuchen natürlich auch sehr stark mit modernen Medien zu gehen. Das heißt, es ist auch für uns eine ständige Bereicherung, ein Abgleichen. Was spielt sich in den Schulen ab? Was spielt sich alles dort an Kreativität ab? Wo wir auch genauso versuchen, etwas an Kreativität in die Schulen zu geben. Beim MLA werden die besten und innovativsten europäischen Medienprojekte ausgezeichnet. Und die werden ausgezeichnet mit solchen Pokalen, mit solchen Awards, mit den MLA Awards, von denen dieses Jahr so viele dastehen wie noch nie. Genau, 22. Das ist eine absolute Premiere. So viele waren sie eben noch nie. Wir werden sie jetzt morgen und übermorgen den Gewinnerprojekten überreichen. Es braucht natürlich auch Leute im Hintergrund, die so ein Festival unterstützen. Ganz genau. Und dazu möchte ich jetzt Sektionschef Dr. Moser zu uns noch bitten vom Bundesministerium für Bildung und Frauen und er wird die offiziellen Begrüßungsworte an uns richten. Guten Abend. Ich möchte mich ganz herzlich bei den jungen Leuten, die Projekte eingereicht haben, bedanken. Es ist ziemlich mutig, finde ich, wenn man seine Arbeit vor so einer großen Öffentlichkeit teilt. Mit den Lehrerinnen und Lehrern möchte ich mich bedanken dafür, dass sie die jungen Leute bei ihren Versuchen begleiten und unterstützen. Und jetzt wünsche ich mir nur mehr, dass es heuer mindestens so gut und spannend ist wie letztes Jahr. Danke. Also wie geht man an das Ganze heran, ja, wenn man ein eigenes Computerspiel programmieren möchte? Am Anfang muss man mal einen Plan machen, damit man weiß, was geschieht und welche Zwischenziele es zu erreichen gibt. Und danach kann man anfangen, die ersten Räume zu zeichnen, diese zu verknüpfen
und mit Personen und Aktionsmöglichkeiten und Dialogen zu füllen. Wie kommt es denn eigentlich zu dem Titel Geschwüre der Wissenschaft? Wieso klingt denn das so geschwüstig, geschwürt? Wir wollten sagen, dass die Hauptfigur sich was für was Besseres hält und zuerst der erste Vorschlag war allein unter Idioten, aber so war es leider schon ein Film und deswegen haben wir Geschwüre der Wissenschaft genommen, weil es schon in die Dialoge vorgekommen ist. Hauptfigur ist ein Wissenschaftler, oder? Den wir gesehen haben. Okay, super. Eine Frage noch. Die Grafik von diesem Spiel ist ja wirklich sehr, sehr gut. Es ist ja oft schwierig, glaube ich, mal so ein Level zu erreichen, dass die Grafik halbwegs passt. Wie seid ihr da vorgegangen oder habt ihr das alles selber gemacht oder kann man sich das vorstellen, die Arbeit an der Grafik? Wir haben zuerst mit Bleistiftskizzen begonnen und dann haben wir mit Microsoft Paint, mit der Maus, haben wir das alles gezeichnet und dann ins Spiel integriert. Wie lange sitzt man da? Schon mehrere Stunden pro Bild. Und das als Team habt ihr das gemacht, oder? Genau. Das klingt total komplex und viel Aufwand und viel Arbeit. Wie habt ihr die Aufgaben da aufgeteilt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jeder alles gemacht hat, oder? Ja, also wir zwar haben mit das Testen übernommen, also wir haben zur gleichen Zeit auch an einem anderen Spieleprojekt gearbeitet, jetzt haben wir genau gewusst, auf was wir achten müssen. Dass wir alle Passagen sind wir mehrmals durchgegangen, haben versucht, die verschiedenen Verhaltensweisen von den Spielern zu simulieren. Aber man konnte nicht davon ausgehen, dass jeder Spieler die Aufgaben in der gleichen Reihenfolge lösen wird. Und wir mal schauen, wie das funktioniert. Das heißt, ihr wollt die Beta-Tester? Ja, so ungefähr. Und wie habt ihr dann Fehler entdeckt oder habt ihr überhaupt Fehler entdeckt? Ja, am Anfang haben wir schon einige Fehler entdeckt und die waren dann auch meistens sehr offensichtlich und die haben wir schon behoben. Zum Beispiel, dass man durchquerende Gänge hat oder dass die Dialoge nicht ganz funktioniert haben. Aber je komplexer das Spiel war, umso schwieriger war es dann, die Fehler zu finden. Und wenn man dann einen Fehler behoben hat, ist meistens auch wieder zurückgekommen. Ja, wie das so oft im Leben ist. Wo kann man das Spiel spielen? Kann ich das auch spielen? Ja, das Spiel ist jetzt fehlerfrei, downloadbar auf www.borgplay.at. www.borgplay.at, oder? Borgplay.at. Wenn wir vielleicht noch von der MLA-Seite einen Link hinstellen. Aber als alter Maniac-Menschen-Fan und die Indiana Jones hat mich das sehr an diese kultigen Adventures erinnert. Also ich muss das Ding spielen. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was sich die Jury überlegt hat. Und dazu bitten wir jetzt den Udo auf die Bühne, der uns aus der Jurybegegnung vorliest. Magst du mal? Ja, die Jurybegegnung ist recht lang, deshalb eine gekürzte Form. Die Erde hat aufgehört, sich um die eigene Achse zu drehen. Eine globale Katastrophe steht bevor. Der Wissenschaftler Igor Gavladkov könnte mit seinem Laser die Welt retten, allerdings fehlt ihm ein wichtiger Chip. Als Igor sein Labor verlässt, sperrt er sich versehentlich selbst aus. Nun muss er seine Kollegen, die niederträchtigen Geschwüre der Wissenschaft, um Hilfe bitten, um wieder ins Labor zu gelangen. Die Produzenten von Borg, Bartley und Felden haben ein Spiel im klassischen Adventure-Stil geschaffen, mit schrägen Charakteren, witzigen Dialogen, einfallsreicher Spielhandlung und origineller Grafik. Gratulation! Leon Felden, Create Your Sounding Visuals, da sind sie. Thank you.
Rick, your sound and visuals, sehr experimentell. Und ich habe mich immer gefragt, was ist das Verbindende bei den verschiedenen Bildern? Da gibt es sicher was, oder? Natürlich. Ja, wir wollten als erstes mal ein Visual, als erstes mal einfach machen. Und der Hintergrund war einfach das, wir haben sich so Gefühle einmal vom Menschen so herkommen, wie zum Beispiel Hass und Liebe. Obwohl ist eigentlich der Ursprung für solche Gefühle. Und dann sind wir eben auf die biomechanischen Kreisläufe in einem Körper zurückgegangen. So Flüssigkeiten oder so, oder auch von außen ein Auge. Und da haben wir wirklich von außen mal das Ganze betrachtet und den Visual dann auch dargestellt. Wie schwierig war das so, diese Großaufnahme zu machen? Und ja, also wir haben Unterstützung gehabt von Studenten und unseren Professoren. Und die haben dann einen zweitägigen Workshop gehabt und die haben uns das immer so verbreitet, also erklärt, wie wir das machen können und was wir so machen können. Und wir haben dann einfach so die Möglichkeiten gehabt, von denen wir das verpassen. Wo man so die Flüssigkeit sieht, wie sie sich verbreitet, wie macht man das? Wie findet man sowas? Wir haben das zum Beispiel so gemacht, wir haben Wasser hergenommen und damit dann mit Pipetten eintropfen lassen. Ins Glas, oder? Genau, ja. Und ganz nahe Aufnahmen gemacht und teilweise waren auch viel so Standbilder einfach, aber wir haben dann einfach 3D-Fahrten draus gemacht oder eben mit der GoPro-Kamera so Wasserfahrten gemacht und so einfach solche Sachen erzeugt, was im Körper vielleicht entstehen kann. Einmal sieht man so Keime oder so, man wird durch ein Mikroskop gefilmt. Wie haben Sie das gemacht? Ja, wir haben so Proben gehabt von Menschen. Ja. Und dem hat das Mikroskop gelegt und dann mit der Kamera einfach abgefilmt. Ja, ist aufgegangen, auch sozusagen die Fahrt durch den Darm, oder? War das, habe ich das richtig erkannt? Das war ja auch eine Plastikröhre oder so. Okay, na cool. Vielen Dank an euch. Oberösterreich, Bad Leonfelden. Viel Spaß für die